Yahoo-Tester.com, jetzt gibt es Schweinegulasch für die Mikrowelle. Ja, vom Coquette-Label. Ja, ist ein Lidl-Label. In kräftiger Soße mit Spiralnudeln. Genau, und frischer Salat ist im Hintergrund. Genau, Mikrowelle. Okay, die Siegelfolie mit einer Gabel einstechen. Und ja, je nach Power, was man hat, halt powern. Hier also die Zutaten. Das meiste ist die Soße. Oh, wie ganz schön viele Zwiebeln, hä? Wann kommt denn eigentlich das Schweinefleisch? Ach so, das ist so getrennt, alles klar. Okay, hier also die Nährwerte. Eiweiß 8,1, nicht der schlechteste Wert. Zucker 1 Gramm. Fett 4,1. Das geht eigentlich fast schon Diätkost. Ah, es ist so ein zwei separaten Kammern. Ja, so die Gabel ist ein Stockwerk tiefer. Gehe ich jetzt nicht extra runter, sondern ich steche mit diesem Schälmesser ein bisschen ein hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, und ab in die Mikrowelle mit dem Zeug. So, das Gulaschgericht ist warm. Sieht ja sehr dünnflüssig aus, der Gulasch. Ja, mache ich jetzt die Nudeln in den Gulasch, in die Nudeln. Was würde jetzt Chuck Norris tun? Okay, etwas Nudeln. Ja, kommt her. Nudeln hier am Plastik angeschmort. Das schmeckt richtig schlecht. Nudeln sind fail. Und jetzt das Gulasch. Ja, das Stückchen Fleisch hier hat gerade sehr gut geschmeckt. Dann vielleicht noch mal ein bisschen mischen. Dann schmeckt man wahrscheinlich die Nudeln, den etwas suboptimalen Nudelgeschmack nicht mehr so stark. Ja, klar schmeckt man es immer, wenn so viel Suppe dran ist. Ja, die Gulasch-Zubereitung schmeckt sehr gut. Win. Also gibt es insgesamt das Draw. Okay, was würdet ihr geben? Hat das gekostet? Seid ihr so tapfer? Seid ihr Singles und niemand kocht euch mehr was? Okay, weiter im Text. So, this is now Gulasch from Coquette. It's like a microwave food canned stuff food label by the Lidl guys, and it's the pork gulasch. And if you watch my show, there are two types of gulasch, more like a soupy one and more like on this picture here. The irony is of it, that is more like the plate-ish, also you put it on the plate, not so much sauce, and which actually in here is a lot of sauce, so more the soapy one. I tasted the noodles separately, the pasta taste really nasty.
But if you mix, you have so much flavor of this goulash sauce, and you don't taste it anymore. Yeah, do we have something to eat right now? I know some of my viewers always tune in when they eat themselves. Yeah. A little bit salty is a goulash, but I like the meat here. Fine quality meat. Yeah, nice. Yeah, like it's meant to be, basically. Okay. Both combined, then the draw. So that was the review. Thanks for watching.